Gesellschaft, wie eine kleine Prinzessin, deren Füße weiße Tauben sind. Was hält in meinen Zittern? Wie eine Frau, die tot ist, sie gleitet langsam dann. Was für ein Aufruhr, was für wilde Tiere, die da heulen. Juden, wie es immer so, ihre Religion, des Lächelns, was solche Dinge verspreiten. Ich sehe, die Prinzessin Salome, ein Erben. Sie war, sie war, Spiegel.
Thank you.
Oh!
Thank you.
mir antworte diese deine Tochter. Ihr Recht, warum starrst du sie immer an? Reite früh! Hey!
Ich bin ein Geheimnis.
dir alles geben, was dein Herz begehrt. Das Kind zu haben, sprich. Gewiss noch in einer Silberschüssel. Nicht reiten, nicht. Was ist, dass du in einer Silberschüssel haben möchtest? Oh, süße, schöne Salome, du die Schöne ist. Bei deiner Töchter Judea, was solle sie dir in einer Silberschüssel bringen? Sag es mir, warte doch keiner, du sollst es erhalten. Ich will ihn dir geben,
dass der Mann vom Ungesandt ist. Er ist ein heiliger Mann, der Finger Gottes hat ihn berührt. So weiß er nicht, dass sich ein Unheil trifft. Arme, hör jetzt auf mich! Seine Mutter nie gesehen hat. Ich habe ein Halsband mit ihren Perlen. Doch alle grün wie die Augen der Tiger, doch alle rot wie die Augen der Waldtaube und grüne Topade wie Katzenaugen. Ich habe Opale, die immer funkeln mit den Feuerpfeifen. Ja, ich will sie dir alle geben. Und Berille, Chrysoprase und Rubine. Ich habe Sardonyx und Diamantsteine und Steine von Chalcedon. Ich habe einen Kristall, in den zu schaufeln. In einem Perlenmutterkästchen habe ich drei wunderbare Türkise. Wer sie an meiner Stirne trägt, kann Dinge sehen, die nicht wirklich sind. Ist die Wumme aller Schätze, was begehrt du sonst noch? Salome, alles, was du verlangst, will ich dir geben, nur eines nicht. Nur nicht das Leben, dieses eine Mal. Ich will dir den Mantel des Lauf über die Wiesen.
Mr. 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 Mr